Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ich sage euch, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, der wird auch vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Jedem, der etwas gegen den Menschensohn sagt, wird vergeben werden. Wer aber den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben. Wenn man euch vor die Gerichte der Synagogen und vor die Herrscher und Machthaber schleppt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in der gleichen Stunde eingeben, was ihr sagen müsst. Ich bitte auch den Heiligen Geist, dass er mir die Worte gibt, das zu sagen, was gesagt werden soll und muss. Und ja, hier wird gesagt, wer sich zu Jesus bekennt, ja, den wird der Menschensohn auch schützen und er wird sich auch vor den Engeln zu den Menschen bekennen, die zu ihm stehen, die sich für ihn einsetzen. Und wer ihn aber vor den Menschen verleugnet, und diese Menschen werden auch verleugnet werden, aber jeder, der gegen den Menschensohn etwas sagt, dem wird vergeben werden. Nur wer gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben. Ja, wenn man mal überlegt, es gibt verschiedene Filme, die Jesus auf eine sehr seltsame Art zeigen, wie es zum Beispiel in dem Film Das Leben des Brian. Ich wurde auch mal gefragt, ja, was hältst du von dem Film? Und ich habe dann auch gesagt, ja, es ist ja so, es wird durch diesen Film gezeigt, dass das Leben nicht immer nur schöne Seiten hat. Und dass man das Leben manchmal aber nicht so ernst, zu ernst nehmen darf. Aber andererseits sollte man Jesus nicht so darstellen oder auf so eine komische Seite ziehen, ne? Ja, man sollte ihn nicht als Comic darstellen oder sowas, weil es ja Gottes Sohn ist und der auf die Erde gekommen ist, um uns zu retten. Aber trotzdem vergibt uns Jesus, ja, wenn wir ja manchmal, wenn wir nicht ganz im Glauben sind, ihn nicht so sehen, wie er uns, ja, wie er gerne gesehen werden möchte. Und hier stellt er sich ja in dem Moment zurück. Und er wird uns auch deshalb vergeben, wenn wir ihn mal nicht so ehren, wie es ihm gebührt. Weil viele Menschen einfach auch nicht im Glauben sind und sich dessen auch nicht bewusst sind, wer Jesus überhaupt ist. Und aber wer den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben. Und jetzt mal die Frage, was ist denn überhaupt der Heilige Geist? Die sieben Gaben des Heiligen Geistes sind Weisheit, Einsicht, Rat, Erkenntnis, Stärke, Frömmigkeit und Gottesfurcht. Ich habe mich auch manchmal gefragt, was ist denn eigentlich der Heilige Geist? Wie wirkt der Heilige Geist? Und der Heilige Geist treibt ja auch die Kirche an. Er treibt das Schiff Gottes an. Und
Ja, manchmal ist es so, dass mir ein Wort nicht einfällt, wenn ich irgendeinen Text schreibe oder wo ich dann denke, Mensch, wieso fällt mir dieses Wort nicht ein? Das gibt's doch nicht. Und dann bitte ich auch manchmal den Heiligen Geist, dass er mir dieses Wort eingibt, das mir gerade nicht einfällt und es dauert Sekunden und plötzlich ist dieses Wort da. Und das manchmal bestätigt mir das dann auch, dass er tatsächlich wirkt. Und dass er uns hilft. Und das sagt ja auch hier dieses Evangelium, wo es heißt, wenn man euch vor die Gerichte der Synagogen und vor die Herrscher und Machthaber schleppt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in der gleichen Stunde eingeben, was ihr sagen müsst. Ja, und manchmal ist es so, wenn ich was geschrieben habe, denke ich, Mensch, hast du das jetzt wirklich geschrieben? Wo hast du das jetzt alles her? Und ja, der Geist wirkt tatsächlich, dieser Heilige Geist. Und das ist ja auch Gott, der wirkt in uns. Und ja, Gott wohnt in uns. Wir sind der Tempel Gottes und da sagt uns jetzt dieses Evangelium das nochmal ganz intensiv, dass wir froh sein dürfen, dass wir diese Verbindung zu Gott haben. Und das steht jetzt auch hier geschrieben. Das kann man hier auch nachlesen. Verbindung zwischen uns und Gott. Was heißt das nun? Der Heilige Geist wirkt nicht nur im Messias, sondern in jedem Menschen, der an Gott glaubt und sein Leben so gestaltet, dass Gott darin einen zentralen Platz einnehmen kann. Da wir nicht unfehlbar und perfekt sind, können wir nicht aus eigener Kraft zu Gott gelangen, sondern wir können darauf vertrauen, dass er uns dabei stärkt. Daher glauben wir, dass der Heilige Geist eine Verbindung zwischen uns und Gott ist und uns dauerhaft mit Eigenschaften ausstattet, die unsere Persönlichkeit im positiven Sinne verändern. Diese Eigenschaften, die uns prägen und uns bekräftigen, nennen wir Gaben des Geistes. So, und das, ja, hier macht uns Jesus nochmal Mut, dass auch wenn wir zu diesen Herrschern und Machthabern geschleppt werden, dass wir uns da selbst da keine Sorgen machen müssen, dass uns der Heilige Geist die Worte eingibt und deshalb brauchen wir uns nicht zu fürchten, auch jetzt in der Endzeit nicht. Egal wie schwierig das wird oder werden sollte oder momentan ist, haben wir immer noch einen Joker im Petto und das ist der Heilige Geist. Und ich lese mal auch hier die Fürbitten vor. Im Gebet wenden wir uns an Christus, den Sohn der Jungfrau Maria. Für alle, die in Ordensgemeinschaften leben, lass sie ungehindert dem Reich Gottes dienen. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Für die Machthaber in dieser Welt, lenke ihre Schritte zu Frieden und Versöhnung. Herr, erbarme dich. Für die verfolgten Christen, mach sie stark durch deine Kraft. Herr, erbarme dich. Für unsere Wohltäter schenke ihnen das ewige Leben. Herr, erbarme dich. Gütiger Gott, du hast die Jungfrau Maria erwählt, die Mutter deines Sohnes zu werden. Mit Maria bitten wir dich um Erhörung durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Ja, in diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende und einen guten Start in die nächste Woche.
Macht's mal gut und bis bald.